Danke, Herr Vizepräsident, Herr Minister, Kollegen. Ich fange mit einem kleinen Zitat an, das mir gestern da quasi ein bisschen so eingefallen ist, aber das passt ganz gut zu Ihnen, Herr Minister, und zwar lautet es: Hüte dich vor Menschen, die ihre eigenen Lügen für die absolute Wahrheit halten. Überführst du sie der eigenen Lügen, so drehen sie dir das Wort im Mund um. So geschehen, Herr Minister, in der letzten Bundesratssitzung am 14. Juli 2022. Aber Herr Minister, ich komme nur darauf zurück. Und vielleicht ein Spruch, den jeder kennt: Lügen haben kurze Beine, füge an, Herr Rauch, aber die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Und genau deshalb, Herr Minister, freut es mich, dass Sie unserer Einladung in den Bundesrat gefolgt sind und dass wir heute noch einmal die Geschichte seit der Etikettenschwindelpartie da herinnen, die es aufgeführt haben im Bundesrat, noch einmal diskutieren können und auch Ihre darauffolgende Anfrage, die ich Ihnen, Anfragebeantwortungen, die ich Ihnen gestellt habe. Es freut mich narrisch, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja einer meiner Lieblingsminister mittlerweile. Jetzt versuchen wir es, oder wir geben jetzt die Chance, wir starten es noch einmal, vielleicht schaffen wir es, dass wir vom Herrn Minister die Wahrheit rauskriegen und dass wir vielleicht heute einmal die Wahrheit erfahren. War gut, war auch interessant für die Leute draußen. Denn ansonsten, lieber Herr Minister, sagen Sie mir das gleich, sagen Sie, nein, ich bleibe bei meinem Geschichtel mit der Umetikettiererei der Impfungen und dann sparen wir uns diese Übung ganz einfach heute. Aber ich würde schon vorschlagen, nützen Sie diese Gelegenheit, nützen Sie heute diese Chance und klären Sie die Bevölkerung über den Etikettelschwindel bei den abgelaufenen Impfdosen auf. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einigen könnten, weil Sie haben ja zu mir und ich vermute mal fälschlicherweise das letzte Mal gesagt, Herr Steiner, bitte bleiben Sie zumindest in Rufweite der Wahrheit. Jetzt glaube ich, konnten wir uns darauf einigen, dass wir in der folgenden Diskussion, Herr Minister, den Österreichern gegenüber Sie zumindest in Rufweite der Wahrheit bleiben. Denn ich kenne mich zumindest überhaupt nicht mehr aus. Sie haben mich ja der Lüge bezichtigt, weil ich Ihre Schreiben aus Ihrem Ministerium zitiert habe. Und ich habe das Schreiben wieder mitgenommen. Jetzt finde ich es gerade nicht. Vielleicht in meiner Mappe, lieber Kollege Ofner, genau, bringst du mir es vielleicht. In diesem Schreiben, wo genau drin steht, dass die Ärzte die Impfdosen nicht wegwerfen dürfen, weil sie umetikettiert werden. Da steht es drin, Ihr Schreiben. Und dann haben sie zu mir gesagt, Herr Steiner, ich kenne das Schreiben doch, ich bin doch nicht narrisch. Und dann haben sie behauptet, das stimmt alles nicht, was da drinnen steht. Jetzt wissen wir es aber mittlerweile, es stimmt sehr wohl. Und was hat der Minister jetzt hier herinnen gemacht? Öffentlich, in einer Sitzung eines österreichischen Parlaments. Er hat öffentlich die Bürger und das gesamte Parlament belogen. Denn, und ich werde es jetzt wieder einmal belegen, und nicht mit meinen Schreiben, sondern mit Ihren eigenen Schreiben belegen wir es, Herr Minister. Ich komme jetzt noch kurz zum stenografischen Protokoll von Ihnen. Also ich glaube, den Stenografen hier im Haus kann man vertrauen. Und im stenografischen Protokoll haben Sie gesagt, ich wiederhole es dreimal, kein einziger Österreicher wird mit abgelaufenem Impfstoff geimpft. Ich wiederhole es noch einmal, Herr Steiner. Kein einziger Österreicher wird in Österreich mit abgelaufenen Impfdosen geimpft. Dann haben Sie es noch einmal wiederholt. Kein einziger Österreicher wird in Österreich mit abgelaufenen Impfdosen geimpft. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kann was nicht stimmen. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum wir heute hier sind. Dann habe ich in dieser Sitzung noch, wo Sie diese offenkundige Lüge von sich gegeben haben,
eine parlamentarische Anfrage an Sie gestellt. In dieser Anfrage habe ich unter Frage 12 folgende Frage an Sie gestellt. Warum sollen Chargen von Impfstoffen, die eingetauscht werden sollen, in ihrer Haltbarkeit verlängert werden? Warum habe ich diese Frage gestellt? Weil Sie gesagt haben, kein einziger Österreicher wird in Österreich mit abgelaufenen Impfstoff geimpft, weil die Ärzte dürfen das nicht wegschmeißen, weil wir den Impfstoff eintauschen werden. Jetzt habe ich, glaube ich, die Tonart auch noch ganz gut getroffen von letztem Mal, Herr Minister. Und deshalb habe ich die folgende Frage an Sie gestellt. Warum sollen Chargen von Impfstoffen, die eingetauscht werden sollen, in ihrer Haltbarkeit verlängert werden? Dann antworten Sie mir, die Impfstoffe werden nicht eingetauscht, sondern können bei einer Verlängerung der Haltbarkeit weiterhin verwendet werden. Jetzt haben wir ein Problem, Herr Minister. Entweder die Rufweite der Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff und ist kilometerweit auszudehnen, die Rufweite der Wahrheit von Ihnen, aber es würde Ihnen ganz gut anstehen, wenn Sie, Herr Minister Rauch, wieder zurück zur Rufweite, in den Zirkel der Rufweite der Wahrheit gehen. Und man muss halt ganz ehrlich dazu sagen, auch bei der Frage 13, gegen welche Impfstoffe, Therapeutika sollen die abgelaufenen und vielleicht in ihrer Haltbarkeit verlängerten Impfstoffe eingetauscht werden? Bitte die genaue Bezeichnung der Impfstoffe, Therapeutika, die eingetauscht werden und übernommen werden, mit Angabe der Inhaltsstoffe. Wissen Sie, da haben Sie mir dann den gleichen Text einfach noch einmal geschrieben, den Sie da schon in Ihrem Schreiben, das ich Ihnen vorgelesen habe, drinnen gestanden ist. Und Sie haben aber behauptet, das stimmt alles nicht. Und dann nehmen Sie die Lüge her, um meine Anfrage zu beantworten. Ja, Herr Rauch, sagen Sie mal, brauchen Sie ärztliche Behandlung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eines ist klar, schreit's nicht nein. Ich lasse mich da herinnen, von keinem Herrn Rauch der Lüge bezichtigen, wenn der selber schwarz auf weiß die ganze Zeit lügt, dieser Mensch, da neben mir links. Ja, der Kollege Steiner, können wir uns bitte, Herr Kollege Steiner, können wir uns bitte wieder beruhigen und verwenden Sie bitte in Ihrem Wortschatz immer diese Lüge, Lügenminister und so weiter nicht. Also ich sehe jetzt nochmal vor den Ordnungsruf ab, aber das nächste Mal kriegen Sie. Danke, Herr Vizepräsident, aber wenn ich das Wort Unwahrheit im Zusammenhang mit dem Herrn Rauch in den Mund nehmen, wird das Wort Unwahrheit wahrscheinlich rot. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was ich soll für ein Wort verwenden, aber vielleicht fällt mir im Zuge meiner Debatte noch was ein. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit es da massive Divergenzen gibt zwischen Ihrer Rufweite der Wahrheit und meiner Rufweite der Wahrheit. Die schriftliche Anfragebeantwortungen von Ihnen schaut einmal danach aus, dass Sie ein massives Problem mit der Rufweite der Wahrheit haben. Aber das ist ja nicht alles nicht genug noch, weil es geht ja weiter. Sie haben ja das nächste Schreiben dann rauslassen. Brandaktuell wieder von Ihnen. Wieder das gleiche Logo, wieder vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Nur der Unterschied zu dem Schreiben vorhin und dem Schreiben jetzt ist halt ganz einfach, dass Ihr Ministerium weggelassen haben, vorsichtshalber. Aber sonst alles dasselbe. Also ganz auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind wir ja nicht. Jetzt haben wir das einfach weggelassen, weil dann vielleicht die Verbindung zum Ministerium schwieriger herzustellen ist. Aber auch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ja Ihnen unterstellt. Und dann schreiben Sie wieder an die Ärzte und danke an diesen Arzt oder diesen mehreren Ärzten, weil den habe ich jetzt, glaube ich, von 20 Ärzten zugeschickt gekriegt. Da schreiben Sie drinnen, zusätzlich kann diese 3 Monate, 6 Monate oder 9 Monate neunmonatige Verlängerung der Wirkdauer rückwirkend angewendet werden, die vor diesem Genehmigungsdatum hergestellt werden. Und dann wird da noch aufgelistet, Herr Minister, da wird genau aufgelistet, wie lange man weiter verlängern soll. Das heißt,
Ich weiß nicht genau die rechtliche Geschichte dahinter, aber der Arzt, der diese aufhalten muss, muss ja das Etikett oberziehen von der Impfdose, ein neues Etikett aufpicken und ein neues Datum draufschreiben. Jetzt ist zum Beispiel die Impfdose im September 2022 abgelaufen. Wissen Sie, wie lange er verlängern darf? Bis März 23. Wenn im Dezember abgelaufen, bis Juni 23. Also ich wünsche all jenen, die jetzt in die Impfstraßen gehen, wobei, wenn man sich die Impfstraßen einmal anschaut, gehen in die Leere, also viele gibt es nicht mehr, die euch diesem Humbug aufsitzen. Denen wünsche ich viel Spaß. Ich habe schon mal gesagt, wenn sie sich das abgelaufene Kraffel einimpfen, wo ein Minister noch vor dem Sommer behauptet hat, diese Impfdosen sind nicht abgelaufen. Schreibt es da jetzt selber in sein zweites Schreiben. Und Herr Präsident, wenn das dann nicht Lüge ist und die Unwahrheit, dann kenne ich mich halt echt nicht mehr aus. Ich weiß, man soll es nicht verwenden, aber ich tue mir halt mit Unwahrheit ein bisschen schwer bei dem Herrn Kollegen Rauch. Und was machen wir jetzt eigentlich? Weil das ist ja auch noch nicht zu hinterfragen. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Wahnsinnsmillionen an Impfdosen, die wir ja bestellt haben, 20 Lagern, 20 Millionen Impfdosen lagern derzeit in Österreich und zusätzlich haben wir noch 20 Millionen Impfdosen bestellt in diesem Jahr, ich rede nur von diesem Jahr. Was machen wir jetzt mit diesen 40 Millionen Impfdosen? Glauben Sie wirklich, dass wir bis Dezember noch 40 Millionen Leute in Österreich impfen werden? Da müssen Sie das Regime schon beinhart wieder aufzahlen, Herr Minister. Denn sonst wären wir die nicht los. Jetzt kenne ich mich nicht aus. Nehmen wir die Impfdosen so wie in Deutschland. Ich habe es mir eh aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Millionen sie in Deutschland. 4,6 Millionen Impfdosen wurden in Deutschland in den Sondermüll geschmissen. Machen wir das jetzt mit unseren 40 Millionen dann auch? Kommen die auch in den Sondermüll? Oder haben wir diese 40 Millionen gekauft, um eventuell die ganzen Asylanten, die jetzt vor aller Herren Länder zu uns einströmen, durchzuimpfen? Oder etwa, um sie in aller Herren Länder zu verschenken, diese 40 Millionen Impfdosen? Oder schmeißen wir es in Sondermüll und zahlen noch ordentlich dafür? Das darf ich gern wissen von Ihnen, Herr Minister. Können Sie heute die Chance nützen und mir die Antwort geben? Ich hoffe aber wahrheitsgemäß, denn wenn Sie wieder Geschichten drucken, dann ist mir lieber, Sie sagen zu der Geschichte gar nichts, Herr Minister. Und ich darf einmal gern wissen, wer Sie bei solchen Einkaufsgeschichten überhaupt berät, Herr Minister. Das darf mir einmal den Herrn oder die Dame, der zu Ihnen sagt, 40 Millionen werden wir noch brauchen, Oktober, November, Dezember, weil sonst kämen wir nicht durch, 40 Millionen Dosen. Mit der Dame oder dem Herrn, da die gern nur einmal ein, zwei Sätze reden, ich würde echt einmal fragen. Es hat einmal den Spruch gegeben, ein Brett vor dem Kopf, ich sage das jetzt nicht, aber ich darf gern einmal mit ihm nur oder mit der Dame nur ein, zwei Worte wechseln, aber Sie können mir auch gerne sagen, Sie werden überhaupt nicht beraten, dann wundert es mich eh nicht, warum wir das übrig haben, aber wäre auch hier eine Antwort von Ihnen sehr, sehr schön. Und es ist auch ganz interessant, Herr Minister, weil das kostet ja alles nichts, da die 40 Millionen, angeblich haben wir die ja zu schenken gekriegt. Mich würde auch noch interessieren, wie Sie das Geschichtel mit Impfdosen werden ausgetauscht und nicht Etikettenschwindel betrieben, dann würde mich einmal der Vertrag mit der Pharma interessieren. Den dürfte ja dann nur Österreich haben, weil den Pharmakonzern müssen Sie mir zeigen, Herr Minister, der sein abgelaufenes Kraffel zurücknimmt und dann gegen ein nicht abgelaufenes austauscht. Jetzt habe ich bald gesagt, nicht abgelaufenes Kraffel, aber das lasse ich weg. Also diesen Vertrag müssen wir zeigen, diese Pharmaindustrie müssen Sie mir zeigen, denn wir waren schon, als Sie das gesagt haben, klar, dass das erstunken und erlogen war. Und Sie haben so viel Schaden angerichtet und ich bin jetzt aber noch gar nicht bei dem ganzen Schaden, den Sie gesellschaftlich angerichtet haben, den Sie mit Millionen Steuergeldverschwendungen angerichtet haben, auch mit den Nebenwirkungen. Und Herr Minister, jetzt können Sie sie nicht mehr verschweigen, weil auch Ihnen ist jetzt aufgefallen, dass wir einen mega großen Anstieg haben an Gürtelrosen, dass wir in Krankenhäusern unglaublich viele Patienten haben mit Gürtelrosen. Woher wird es wohl kommen? Jetzt denken wir schon über Gratisimpfungen nach. Es kommt von der Impfung von einem, Ab-
von einem heruntergefahrenen Immunsystem und es kommt von Ihren Maßnahmen. Eine Gürtelrose ist immer Ausdruck wahnsinnig psychischem Stress, Herr Minister. Und das ist Auswuchs Ihrer wahnsinnigen Maßnahmen. Sinusthrombosen, kaputtes Immunsystem, Abgeschlagenheit, Atemnot, Gesichtslähmungen, Muskelkrämpfe und viele, 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 viele andere Probleme mehr. Aber über das kann ich jetzt gar nicht reden, weil die Zeit fehlt. Aber auch das muss Ihnen bewusst sein, was Sie hier angerichtet haben. Und das hoffe ich, war jetzt kein abgelaufener Impfstoff, der das alles verursacht hat. Also, Herr Minister, Sie haben jetzt die einmalige Chance heute hier. Haben Sie die Chance, den Österreichern die Wahrheit über diesen Wahnsinn zu sagen? Nützen Sie diese Chance, Herr Minister, nützen Sie sie. Aber ein guter Tipp von mir, bleiben Sie in Rufweite der Wahrheit. Aber besser noch, kehren Sie in den Radius der Rufweite der Wahrheit zurück.